Ein männlicher Schleim ist geschlüpft. Toll, beste Nachricht ever. Jedenfalls, Cheerio, meine lieben Farmer. Willkommen zurück zu Stardew Valley. So. Können wir nicht auch mit unserem Sohn ins Kino gehen? Hier, guck mal. Nee, können wir nicht. Alles klar. Das hätte ja sein können. Jedenfalls. Ja, wir hatten uns die letzten Folgen, also die letzte Folge, ein bisschen über YouTuber unterhalten, mit denen ich mal was zusammen gemacht habe und die jetzt leider vom Erdboden verschwunden sind. Hatten uns dabei ein bisschen über Pelopop natürlich unterhalten, mit dem ich ja ein paar Sachen zusammen gemacht habe und auch gerne gemacht habe. Und haben uns dann auch über Kari unterhalten, mit der ich jetzt nicht YouTube-mäßig viel gemacht habe zusammen, aber halt, man hat sich halt privat gut verstanden. Und ja, die ja leider jetzt auch alle beide so gesehen verschwunden sind, zumindest von YouTube. Ja, und dann gab es ja noch jemand Drittes im Bunde. Mit der habe ich ja, ja, sagen wir mal zwei Projekte gemacht. Das waren einmal Ark und einmal 7 Days to Die. Und ja, da hatte ich dann jetzt gerade nachgeguckt gehabt. Ja, nee, doch nachgeguckt schon. Weil ich hatte halt gesehen gehabt, dass sie Stardew Valley gespielt hat und da ein paar Erfolge auch gefarmt hat und so. Und hab dann halt auch gerade gesehen bei YouTube, dass es den Kanal nicht mehr gibt. Also der ist weg. So. War auch eigentlich schade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil man hat in einer Linie eigentlich gemerkt, dass sie es gerne gemacht hatte, die Let's Plays. Aber ich glaube, bei ihr war es genauso wie bei vielen anderen auch. Irgendwann das Ausbleiben des Wachstums des Kanals. So. Und da hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, ich kann das nachempfinden. Klar. Finde ich aber schade. Ich meine, guck mal zum Beispiel bei mir. Das hört sich jetzt doof an. Aber ich war auch, ich glaube, anderthalb Jahre so auf 30, 50 Abonnenten. Das ist nicht mehr weiter gewachsen und so weiter. Irgendwann kam dann halt der Boom. So. Ich weiß bis heute nicht warum, aber er kam. So, so dass ich ja dann, war das letztes Jahr? Ich glaube, also jetzt nicht 2018 war das. Wo ich ja 2018 dann auch die 1000 geknackt habe. So. Ja. Hatte bei mir, aber natürlich freue ich mich drüber, ohne Frage. Also das, ich würde sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will, hätte mich nicht darüber gefreut. Ja. Aber, jetzt kommt das Aber. Aber es war für mich jetzt keine Priorität. Weißt du, also ich hätte auch noch weitergemacht, hätte ich weiterhin diese 50 Abonnenten gehabt. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort ist ganz einfach. Weil ich es liebe. Ich liebe es zu Let's Play. Ich liebe es, mich hier hinzusetzen und einfach zu Let's Play. So. Das ist einfach so der Faktum, warum ich die Sachen auch noch weitermache. Weitergemacht hätte. So. Jetzt mal verkaufen. Und das ändert sich nicht. Ich liebe es einfach zu Let's Play. Ich liebe es, diesen Kram jetzt zu machen, mich hinzusetzen, aufzunehmen und es einfach zu genießen. Sicher habe ich auch mal Zeiten, wo ich dann sagte, so, oh, ich will jetzt nicht Let's Playen, weil ich das und das und das zocken will oder so. Gab's auch schon. Zum Beispiel jetzt mal hatte ich jetzt in letzter Zeit immer so eine starke WoW-Phase, wo ich ja gerne, dann hätte ich viel lieber Classic gespielt und so weiter. Aber ich muss einfach sagen, dieses Let's Play hat für mich auch noch so einen wichtigen Charakter, und zwar einfach, dass es eine Regelmäßigkeit ist. Es ist eine Regelmäßigkeit, die ich dann immer mache. Ich muss halt dazu sagen, dass ich aufgrund des gesundheitlichen Dingen gerade gezwungen bin, zu Hause zu sitzen. So. Und aber mein Tagesablauf geht dann einfach nicht durcheinander. Wisst ihr? Klar, das ist zwar so ziemlich komisch, das zu sagen, wenn man im Grunde ein Computerspiel spielt. Ja. Aber, es ist trotzdem eine Form von Regelmäßigkeit. Sowas wie, oh ja, das muss ich ja trotzdem machen. Das muss ich mich jetzt ranhalten. So. So. Gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Okay. So, wenn die Mine gehen. Weiß nicht. Gehe ich in die Mine? Ich will aber ins Kino heute. Ich gehe heute mal nicht in die Mine. Ich muss den Fernseher auch vorher anmachen, damit wir sehen. Weil dann lasse ich nämlich auch die Tiere da. Die Tiere werden ja gefüttert, so. Die verhungern ja nicht. Jedenfalls. Wir können mal kurz gucken. Bei wem haben wir denn
Mani, Caroline, Pia, Kent, Evelyn, Nero. Ja, Nero möchte ja nicht mit uns ins Kino gehen, hat er schon gesagt. So. Komm, wir laden mal. Genau, wir laden mal Alex ein. Alex. So. Jedenfalls. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also, Abonnenten, trotzdem weitermachen, weil lieben. Ja. So. Regelmäßigkeit, genau, das ist einfach für mich auch eine Regelmäßigkeit hat. Was ja auch stimmt. Das Ganze hat einfach für mich eine Regelmäßigkeit, die mein Alltag dann doch ein bisschen nochmal aufhält. So. Wo ist Alex denn jetzt? Alex, Alex. Alexel. Ich dachte, hier sitzt in der Bibliothek. Jedenfalls. Ja, und deswegen mache ich das noch weiterhin sehr gerne. Hopp. Nee, keine Ahnung. Wo ist er denn jetzt? Bist du verarschen? Ich wollte doch noch spontan ihn einladen. Ich hätte aber keinen Bock, jetzt durch die ganze Welt zu laufen und ihn zu suchen, ne? Weißt du was? Elliot? Ich habe Lust, wieder ins Filmtheater zu gehen. Okay, hä? Kann ich nicht zwei miteinander? Je. Hallo? Nee, nicht mehr da. Ja, jedenfalls, um auf das Ursprungsthema zurückzukommen. Hat sie vielleicht deswegen ihren. Okay, können wir anscheinend nicht. Alles klar. Jedenfalls gehe ich davon aus, einfach, dass deswegen der. Die Sache ist, dass sie deswegen auch ihren Kanal aufgegeben hat. Ja, gut, dann nicht. Dann lassen wir Kino erstmal sein. Manu. Dann gehe ich jetzt schlafen, wisst ihr? Und dann. Am nächsten Tag hat ja unser Mager. Muss ich den überhaupt noch verschenken? Ich glaube, mit denen sind wir auch maximal befreundet, oder? Ja, wollte gerade sagen. Ja, deswegen. Ich finde es schade. Also, ich kann es irgendwie verstehen, aber ich finde es natürlich auch schade, dieses. Ich gebe auf dann. Ich meine, jetzt guck mal hier zum Beispiel jetzt den Kanal. Der wächst eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Klar, wir haben jetzt vor kurzem die 1300. Aber. Ja, im Grunde wächst er ja trotzdem nicht mehr. So. So, ich pack die Angeln jetzt auch weg. Die brauchen wir nämlich mehr. Ich pack das hier auch weg. Das muss ich mal gucken. Gießkanne. Ja Gott, den Rest behalte ich. Ist immer drin, ne? So, ich gehe jetzt einfach schlafen. So. Weil. Ach, unsere Frau versteckt sich hinter der Lampe. Alles klar. Why not? Because she can. So. So, wir müssen Geld. Was mir gefällt. Da. Da. Natürlich frage ich mich und wundere mich, ob ich vielleicht irgendwann mal die 2000 überschreite. So. Fühlen sich heute neutral. Der Tag liegt in deinen Händen. Okay, also bescheiden. Ein Karpfen auf Lager für Karpfen, siehst du. Du hast gelernt, wie man Karpfenüberraschung macht. Der Karpfenüberraschung. Was haben wir denn noch nicht gekocht? Das wäre nochmal eine interessante Idee. Ich weiß nämlich nicht, was man vorher noch nicht gekocht hat. Ich glaube, Milchreis hatten wir noch nicht. Brot, keine Ahnung. Hier, Plumpudding. Ich mal mit. Bombe-Pastete, glaube ich, haben wir auch schon gehabt. Wo ist denn die Karpfenüberraschung? Die Karpfenüberraschen. Schneckengericht. Fisch einen Topf, Fisch ist Kohlsalat. Obstsalat. Radieschen, Kürbiskuchen. Bisschen gucken hier. Algen. Uah. Ich meine, es gibt Leute, die mögen das ohne Ende, ja, aber ich würde mich da eher raushalten. Wo ist denn die Karpfenüberraschung? Gebratene Aal, Spaghetti. Paprika, knuspriger Barsch. Haben wir denn hier einen Barsch? Forellenbarsch brauchen wir dafür, siehst du mal. Lachsmahlzeit. Mhm. Da ist die Karpfenüberraschung. Vier Karpfen! Alles klar, aus einfach vier Karpfen so auf einen Haufen. So, Hallöchen.
Ich würde sagen, wir verschenken das Essen dann heute einfach mal. Haben wir denn 4 Karpfen noch? Tatsächlich, also aber nur in verschiedenen Dingern. Ich könnte unseren Fischkühlschrank mal wieder ein bisschen auffüllen. Ja. Ja, aber mal die Fische mit, wie wir mehrfach hier haben. So. Nehmen wir den Kram mal mit. Packen das in unseren Fischkühlschrank. So. Ein Moment, so, da bin ich auch wieder. Sorry, es hat geklingelt. Entschuldigt. So, jetzt lassen wir den Fisch hier rein. Obwohl wir ja schon eine Menge Fische noch drin haben. So, wo waren wir denn? Kanal aufgeben, ja. Gut, wie gesagt, kann ich verstehen. Muss man immer für sich wissen. So. Jedenfalls natürlich sehr schade, finde ich allgemein. Weil, ich meine, besonders mit Blutkatze habe ich ja einiges gemacht. Wir haben ja auch so ein paar andere Mini-Sachen aufgenommen. Und ja, es ist halt wirklich heutzutage so ein bisschen schwer und schade, Leute zu finden, die das mit einem noch machen. So, aber wir verschenken jetzt erstmal unser Essen, was wir gekocht haben. Am besten an Leute, die noch ein bisschen für uns Punkte brauchen. Achso, es ist morgens. Ich war auch nicht ein einziges Mal Dings. Im Stall und so. Großartig. ach ja. Es ist einfach schwer, dann auch noch Leute zu finden, wo man es jetzt so spontan was macht. Ich meine, viele, man muss ganz ehrlich sagen, viele jetzt so, die jetzt was miteinander machen, kennen sich privat, so aus der Schule oder sonst woher. Ich meine, ich bin ja schon so ein bisschen ältere Generation. Und, ja, Pillepop und Kari habe ich ja kennengelernt. Nee, also Kari habe ich kennengelernt, indem ich damals ihr geantwortet habe bei YouTube. Und, nee, doch. Und Pillepop habe ich ja auch ja über seine YouTube-Kommentare bei mir kennengelernt. Der hat ja damals zu meinen Pokémon Let's Plays dann Kommentare gemacht, darüber kam er dann ins Gespräch und dann, jo. Und bei Kari ist es nur das gleiche gewesen. Also von daher, ja. Und das ist heutzutage halt wenig der Fall. Ich weiß nicht, ob manche das vielleicht nicht mal machen, wegen, man muss das ganz krass sagen, weil ich da über 1000. Ich meine, wenn jemand was im Sommer machen möchte, wenn man Interesse hat irgendwie, oder einfach nur zu quatschen oder was weiß ich, einfach unten reinschreiben und man kann es gerne tun. Ich bin da der Letzte, der sagt so, nee, bloß nicht, geh weg. Ich mag das gerne, muss ich ehrlich gestehen sagen. Man hat ja auch zum Beispiel gesehen, dass ich auch an Dingen teilnehme, wo ich jetzt, sagen wir auf Deutsch gesagt, nicht von profitiere oder so. Ich werde jetzt zum Beispiel bei Pelopop damals ja gehabt. Der hatte ja Dings gespielt gehabt. Star Wars, The Republic. Und da habe ich ja bei ihm mitgemacht. So. Also ich habe ja persönlich selbst nichts aufgenommen, sondern habe einfach bei ihm da mitgemacht. Und von daher. Nee, wisst ihr, was ich meine? Also, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich habe es einfach gemacht, weil es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, was mit ihm zu machen. Und das Spiel habe ich ja auch gemocht damals. Von daher war das eigentlich soweit ganz in Ordnung alles. So, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Aber. Ja. Was soll man tun? Man muss halt dazu sagen, man hat es ja auch versucht. Man hat es ja auch versucht, mit anderen was zu machen. So. Die Sache ist nur. Man hat irgendwann keinen Bock, hinter den Leuten hinterher zu laufen. Bin ich ganz ehrlich. So. Ich hatte da ja mal eine Gruppe gehabt, so, mit denen ich Kontakt hatte. Da war ja einer bei mir zum Gamers-Podcast damals gewesen. Und da war es eigentlich unmöglich, da war zum Beispiel mit Gespräch gewesen, dass man zusammen Dings spielt. Cards Against Humanity. So. Also da musstest du auch permanent hinterherlaufen.
Dann hatten wir auch gesehen, dass die ganze Zeit am Livestream war auf YouTube und dann habe ich mir gedacht, so weißt du was, lass das, leck mich. So, ganz krass. Das ist das, was mich so nervt. Das ist dieses Hinterherlaufen. Sag doch gleich, du, ich habe kein Interesse mehr. So. Pump aus. Oder ich habe kein Interesse daran überhaupt. So. Es ist einfach so unglaublich umständlich und nervig. Wenn wir es mal ganz krass sagen. So, weil ich möchte einfach gerne Cards Against Humanity. War immer so ein. Den habe ich mir bis heute leider nicht erfüllt und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nie was werden. Das war einfach so ein Ding, was ich mir gewünscht habe, was ich unbedingt immer gerne machen wollen würde. Weil ich es einfach. Ja, ich feiere einfach diesen schwarzen Humor. Klar, muss man da mal gucken, so schwarzer Humor, wie. So, etc. bla bla. Aber ich fand's immer genial. Es hat immer. Nein. Also ich hab's. Ich hab unglaublich gerne immer zugeguckt bei anderen, die das gemacht haben. Und hab's auch gefeiert, also. Aber naja. Ich hab sogar damals überlegt, ich bin froh, dass ich es nie gemacht habe. Ich hatte damals so überlegt gehabt, dann diese, ich glaube, 30 Euro muss man bezahlen oder so, um unbegrenzt Server etc. zu haben zu können. Um auch einen Server mit Freunden aufmachen zu können. Und hat sogar überlegt, dass ich das übernehme, dass ich es bezahle, weil es ist ja schließlich mein Wunsch. Aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil es am Ende ja leider nichts geworden. Naja. Und deswegen spiele ich so viele Solo-Projekte. Also ich meine zum Beispiel Stardew Valley könnte man ja auch mit mehreren spielen, aber erstmal jemanden finden. So. Ey, Enderal nicht. Enderal ist ein Einzel-Roleplay-Game, also von daher. Ja. Fabelhaft. Bitte. Ja. Das ist lustig. Ist das ein Geschenk? Oh. Ich drehe den Müll an. Jedenfalls. Ja, und FIFA. FIFA ist ja so. Man kann FIFA-Karriere ja auch mit mehreren spielen. Das ist ja nicht die Sache. Weil wenn es zum Spiel kommt zum Beispiel, dann kann ja zum Beispiel der zweite Controller zack rüber und dann spielt man zu zweit in einer Mannschaft. Ist möglich. So. Aber auch nicht mein Ding. So. Ja. Sagen wir es mal so, man muss aber ehrlich sagen, das hört sich einfach bescheuert an. Man erspart sich in einer anderen Linie aber auch ziemlich. Was machst du denn hier? Sieht beschäftigt aus. Was machst du da? Was gesund ist? Das ist Milchreis. Rundfunkset, alles klar. Tür auf, so. Jedenfalls, es erspart auch viel Stress, muss man gar nicht sagen. Man muss sich nicht verabreden. Man muss jetzt nicht direkt zu der Zeit das und das und das und das aufnehmen. Aber natürlich, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Ich wollte auch zum Beispiel mal Dings spielen. Ah, wie ist es denn das Spiel noch? Boah, Human Fall Flat. Leider auch nie was geworden. Ah, naja, Leute, ich würde sagen, mit diesen Gedanken, mit diesem Thema schließe ich dann auch für heute ab. Und wir beenden das Let's Play dann auch für heute. Also die Folge, nicht das Let's Play, sondern die Folge. Wäre also super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt an den roten Knopf unter dem Video. Hilft einem ungemein. Und beim nächsten Mal hoffen wir mal, dass wir Glück haben, damit wir eine Mine können. Sonst werden wir uns wieder weiter ein bisschen quatschen. Und wer weiß, vielleicht passiert ja wirklich noch irgendwie was wir noch nicht wissen, was man noch nicht weiß, was geschehen ist. Ja. Jedenfalls, bis dahin. Ciao. Bam. Wow. Yo. So, jetzt aber weg. Bye.